Testen wir das doch einfach mal. Wow! Er sprengt mich sogar doch weiter. Das ist ja krass. Okay, das könnte, das, nee, also. Das ist halt echt lustig. Ich feiere das gerade so ein kleines bisschen. Hier kommt ein Super Creeper drauf. Der Abstand zum nächsten Entity ist zu gering. Okay, verstehe ich nicht. Muss man auch, glaube ich, nicht verstehen. Karl, wie weit bist du mit deinem Eggbird? Schädel fällt mir. Eggbirdinich. Okay, ja, dann mach du mal schön den Schädel. Ich, mach hier noch ein bisschen weiter. Alter, wie lange wir jetzt schon an diesem Jump'n'Run bauen, ne? Das dauert halt echt ewig. Vor allen Dingen, wenn man da was halbwegs Vernünftiges auf die Beine stellen will. Aber ich finde das irgendwie cool. Warte mal. Ach so. Jetzt habe ich mich auch noch verbaut. Ist echt schlimm mit mir. Ja. Wirklich so. Ich bin so ein böser Bube. So ein böser Bubel. Okay, ein bisschen Schmackes. Der ist nicht so stark. Warum ist der nicht so stark, der Creeper? Wie kriege ich denn diesen Super Creeper hin? Weiß das irgendjemand? Nee. So sicher nicht, wie sie das anhört. Silverfish, Villager Horse. War das jetzt echt nur Glück oder was? Das kann doch wohl eigentlich nicht angehen, oder? Das ist halt echt ärgerlich. Wieso ist das jetzt kein Dicker? Da muss ich mich mal schlau machen, wie hier die Dicken funktionieren. Ihr könnt es auch mal gerne in die Kommentare schreiben, falls das jemand weiß. Okay, da muss der nächste auf jeden Fall ein kleines bisschen näher sein. Machen wir den doch einfach dann so hier hin. Aber das wird kein Creeper, sondern das wird wieder so eine super tolle. So eine super tolle Plattform. Plattformissel. Mit einem Fenzel drauf. Oder drumrum. Drumrum-Missel sozusagen. Und dann geht's von da aus weiter. Okay, das geht eigentlich noch voll. Ich bin mal gespannt, wie schnell. Also, es wird einfacher, wie ich das jetzt selbst erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte da jetzt mit mehr Schwierigkeit meinerseits ausgerechnet. Aber eigentlich geht das hier noch voll. Okay. Kommt man da drauf? Oh, das wird aber knapp. Okay, vielleicht machen wir da einfach sozusagen nochmal einen
nochmal einen extra Sprung hin. Dann geht man zuerst da drauf, dann hier hin. Und dann sollte der Sprung da eigentlich auch gar kein Problem sein. Nee, ist es auch nicht. Gut. Was gibt's sonst noch so für Blöcke? So special-mäßiges Gedönsel. Moving Blocks, Glas. Moving Blocks, Wolle. Wolle gibt dem benachbarten Lehmblock den ersten Anstoß und legt somit die Richtung fest. Okay, das würde ja bedeuten, wir brauchen sowas. Und sowas. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal Moving Blocks anmachen. Nicht springen. Springen darf man. Immer sprinten. Nee, Schaden. Wenn aktiv bekommst du während des Jump'n'Runs durch natürliche Ursachen Schaden. Bei Schaden zurücksetzen. Okay, das heißt, das muss beides natürlich aktiviert sein. Bewegende Blöcke. Das ist ebenfalls aktiviert. So, und wenn ich jetzt in den Jump-Modus gehe, dann passiert hier rein ja nichts. Caro, kannst du mir mal helfen, bitte? Ich bin euch. Moving Blocks. Lehmblöcke bewegt sich durch die vorgegebene Bahn. Okay. Könnte das jetzt auch sein? Dass ich da jetzt rüber muss, so? Ah, Mann! Hä? Liam, ich hab Eggbird fertig. Nice! Willst du gucken, komm. Ja, ich... Ja, du brauchst eine Pause, komm her. Nice. Oh, nice. Der hat sogar eine Feder auf dem Kopf. Okay. Oh, du gehst in ihn. Nee, ich brauch jetzt erstmal... Nee, so geht das nicht. Hier kommt man nach oben, denke ich. Nee, wir bauen das nicht hier hin, sondern wir bauen das vorne hin. Okay. Wir brauchen mehr Jump! Wie kann man denn... Kann ich hier... Baubefehle brauche ich nicht. Okay. Bis hierhin sollten wir aber kommen, oder? Huch. Gut. Caro, guck, dann kommt man nämlich von hier. Oh. Ja, gut, dass ich diesen tollen Dingens anhab. Dann kommt man nämlich von hier. Oh. Das war gewollt. Natürlich. Ja, kannst du mal da hinten bei den zweiten Creeper noch Wasser platzieren, bitte? Wann? Spring noch nicht. Nicht explodieren, Creeper. Wo denn? Hier? Hier rechts. Dran. Ja, okay. Versuch ich mal. Oh, oh. Ich hab's getroffen, aber es reicht nicht. Eins dick reicht nicht. Nee, mach's auf die Plattform. Mach's auf die Plattform schon. Nur, dass es halt irgendwo... Nee, das... Nee. Ja, dann musst du das machen. Ich weiß nicht, wie du das haben willst.
Ich brauche Wasser. Key. Water. Ich kann es nicht gehen. Hier. Beispielsweise. So, mit ein bisschen Glück kommt man dann von hier. So. Das ist viel zu weit. Das sag ich doch. Warum ist das eigentlich so... Oh Gott. Okay, das lassen wir. Wir setzen das Wasser hier hin. In die andere Ecke. Der hat halt echt Schmackes, der Creeper, ne? Aua. Du fliegst trotzdem viel zu weit. Nein, das geht. Oh. Ich flieg echt viel zu weit. Ja. Kannst du gegenlenken, wie du pillst. Dann mach ich halt noch was Lustiges. Ach nee, warte. So, jetzt machen wir das nämlich so und so und so. Und so. Und mit ein bisschen Glück reicht das jetzt sogar. Nein, das reicht nicht! Oder? Das reicht halt echt nicht, ist ja voll krass. Doch, es kann reichen, man braucht nur ein bisschen... Bisschen Glück. Ne, gar nicht wahr, das reicht doch nie mehr. Ach, Manu. Okay, wir müssen das definitiv noch höher zwiebeln, Leute. Ich finde das aber gerade cool. Sowas könnte mir ja alles versüßen. Oh nein. Okay, so. Ich mag sowas. Oh, toll. Oh je. Ja gut, das war komplett die falsche Richtung. Easy. Wow. Da muss hier irgendwo eine Druckplatte hin. Ah, ja, okay, logisch. Dann müssen wir nämlich hier nochmal ein Wasser drauf machen. Ein Wässerchen. Jawohl. Und dann von hier nach da, nach da, nach da. Das geht normalerweise. Ich habe es eben schon getestet. Und hier wollte ich dann Moving Blocks machen, dass wir hinten auf den Baum kommen, weil dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klatsche und sind auf einem Baum, weißt du? Caro? Ja. Ja, ne? Lädst du mich wieder ein dann? Bist du rausgeflogen? Mhm. Ach so, okay. Ja, auf jeden Fall haben wir dann zwei Fliegen mit einer Klatsche geballert. Ja. Und dann sind wir direkt auf dem Baum, der gleichzeitig als Abgrenzung des ersten Bereichs gilt. Und da müssen wir nur noch ganz wenige Sachen eigentlich bauen, ne? Also ich finde das Jump'n'Run bisher eigentlich ganz gut. Man müsste es halt nur noch mal durchspringen und gucken, dass alles funktioniert. Ja, vor allen Dingen ist es voll Sachen groß. Guck mal, wie viel das haben liegt. Haben wir noch zum Abarbeiten, ne? Ja, da sag ich ja. Wir müssen nicht mehr so viel machen, aber immer noch ein bisschen. Okay. Aber eigentlich, also ich find's bisher ganz gut. Mir gefällt's. Es ist klein, aber schwierig. Es hat's in sich. Ja. Heute haben wir drei Sachen schon abgearbeitet. Finde ich gut von der Liste. Ja. Vor allen Dingen mag ich unglaublich diesen Creeper-Sprung. Ich find das einfach geil. Geil. Man darf nicht springen. Also nicht viel. Man muss eigentlich schon... Man muss eigentlich... Hä? Jetzt. Man muss eigentlich schon wieder runterkommen. Mhm. Und darf erst beim Runterfallen von dem Creeper weggeschleudert werden. Mist. Aber man hat eben gesehen, es funktioniert. Es dauert zwar ein bisschen, aber wir setzen davor ja auch irgendwo... ein Checkpoint hin. Also der Checkpoint wird hier auf jeden Fall definitiv nicht weit sein. Und vielleicht setzen wir beim zweiten direkt auch noch einen hin. Oh, das passt. Nee! Nee! Okay, aber ihr wisst auf jeden Fall, was der Gedanke dahinter ist. Hoffe ich. Mhm.
Oh, guck mal. Ja, gut. Alles klar. Oh je. Und ich würde auch mal einfach mal sagen jetzt, das war's mit der heutigen Folge von, beziehungsweise mit den letzten paar Folgen von Community Jump'n'Run hier auf meinem wunderschönen Kanal Rockkartoffel mit der wunderschönen Caro. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss. Tschüss.